Moin, liebe Leute, hier herzlich willkommen am Montag um 10 Uhr zur nächsten Ausgabe Let's Play LS19, Nordfriesische Marsch 1-3 mit Gräben. Ja, immer noch die 1-3. Am Wochenende sollte ja die 1-4 rauskommen. Keine Ahnung, ob das passiert ist. Ich nehme das hier vor dem Wochenende auf, die Session. Heute letzte Aufnahme für diese Session. Das heißt, es kann sein, dass ab morgen auf der 1-4 gespielt wird. Das weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir noch, wenn ich die Folgen aufnehme. Wir sind immer noch auf Feld 16. Ich hoffe, dass ich das in dieser Folge zu Ende abernten kann. Ich kann es euch aber echt noch nicht versprechen. Das ist ein bisschen nervig. Es nimmt kein Ende, dafür bringt das dann auch 40.000 Euro, wenn ich das hier alles abgeerntet habe. Plus das, was vielleicht noch übrig ist. Wobei so zerschlissen oder verschlissen, wie mein Drescher hier jetzt schon ist, glaube ich nicht, dass da viel bei rumkommt. Ja. Wir gucken mal. Ich lasse ihn jetzt mal abtanken. Ich mache das heute genauso wie in der letzten Folge und in der vorletzten. Ich beobachte ganz viel Cosplay. Daher ist das vielleicht nicht ganz so spannend. Aber auch das muss gemacht werden. Wir wollen ja alle nachher ein vernünftig laufendes Cosplay haben. Ja, nimm Tank ab. Dann können wir nämlich direkt weiterfahren. Wir haben keine Zeit zu verschenken. Und er hier, ja, letzte Bahn. Also vorletzte Bahn. Vorletzte Bahn, würde ich sagen. Ja, das läuft doch. Wie viel hat er denn da? 94%. Ja, siehst du. Dann machen wir noch ein bisschen und dann kassieren wir da auch die 10.000 Euro. Das ist so Hammer, was die da programmieren. Ich mach da gar nicht dran denken. Ich kann ja so ein ganz kleines bisschen nur programmieren. Also wirklich ganz klein. Ganz wenig. Aber was sie machen, ist echt der Hammer, ey, mit Cosplay. Was die da alles für Werte rauslesen aus dem Spiel und das dann dementsprechend umsetzen und berechnen. Und finde ich echt krass. Hier sind wir gleich durch. Oder sind wir schon durch? Nee, noch nicht ganz. Doch, wir sind durch. Ja, komm, lassen wir noch zu Ende fahren. Wäre ja kein schlechter Verlierer, oder? Wir könnten zwar jetzt auch schon die Kohle kriegen, aber nein, wir machen das anständig. Wir haben da hinten schon so viel in den Ecken freigelassen. Abfahrer einlassen, Kurs löschen, zack, Seemaschine einklappen. Ich kann schon mal zusehen, dass ich Richtung Händler komme.
zum Auftanken, zum Reparieren. Also, ne? Saatgut auftanken. Ah, okay, also alles gut. Ich dachte nur, diese Meldung mit den durchdrehenden Reifen vom Drescher, die war doch relativ lang. So, die Kohle kann ich natürlich auch schon mal eben einheimsen. Was hat er jetzt? Nix. Alles gut. Lohndienstleistungsumsatz. Na dann. So, jetzt steht hier gleich ein Holzstapel, das weiß ich, weil ich nämlich gestern gegengefahren bin. So. Bitte auffüllen. Ja, gut, mehr mache ich jetzt auch erstmal da nicht rein. Jetzt repariere ich eben alles und dann fahre ich zurück zum Hof. Dann bereite ich mich darauf vor, Feld 12 abzuernten. So, also. Den mal reparieren. Und. Ja, zurück. So, Workshop-Tabber, habe ich letztes Mal schon gesagt, heißt das. Damit kann man die Fahrzeuge, kann man, wenn man in den Trigger fährt, zum Reparieren oder auch zum Konfigurieren, braucht man nicht mehr einzeln reinfahren, sondern kann dann durchsteppen mit der Tabulator-Taste, was super, super praktisch ist. Okay, da habe ich noch gar keine Tankstelle. Haha, dachte ich hätte eine Hoftankstelle. Dann hat Tim die bei uns auf dem Hof im Multiplayer gebaut. Na egal. Doch, ich habe eine. Die war nur noch nicht sichtbar. Alles klar. Auch fies. Sehr fies. Tank. So. Und jetzt kaufen wir uns mal eben schnell einen Kärcher, damit wir hier sauber machen können. So rum kann ich mich drehen, andersrum kann ich mich nicht drehen. Ja. Ja, da hinten will ich es ja nicht ganz hinstellen. Muss ich wahrscheinlich erstmal eben hier wegfahren. Stehe ich wahrscheinlich voll im Weg.
Und dann stelle ich den da vorne hin und fertig. Nehme ich immer schön beim Tanken auch gleich. So. Ja. 95%, na, das ist doch schön. Jetzt steht er hier natürlich so mitten im Weg. Aber egal. Nee, nicht erst den Motor starten. Glänzt wieder. So. Wegstellen. Ich brauche hier gar keine Unterstände für meine Traktoren, weil die eh nie zur Ruhe kommen. Bernie Blindmann. Na, ja, auch nicht so schön. Ah. Ja, so sehr schön. Sehr gut. Erstmal ist es nicht so wichtig. Ja. So. Ja, jetzt kommt nämlich der hier dran. Mein kleiner Krüger-Anhänger. Und dann haben wir gleich zwei Abfahrer hier. Wobei, ja doch. Stehen lassen. Hier gucken wir mal, wie weit sind wir hier? Ja, hier ist fast wieder voll. 95%, ja, das hatten wir schon. Ja, das wird in dieser Folge dann doch nichts mehr werden. Das wird dann eher was für die nächste Aufnahmesession werden. Ich werde den dann, glaube ich, hier offline zu Ende laufen lassen. Und dann, ja, in der nächsten Session das dann machen. Muss dann ja eh nochmal zum Händler hin, den reparieren und so weiter und so fort. Ah, ich könnte eigentlich mal gucken. Quatsch. Dahin. Hier auch so eine kleine. Werkstatt-Trigger, ja. Blink, blink.
Na, den brauche ich noch nicht. Lass mal noch. Liebe Leute, das war's für heute. Morgen die nächste Folge. Morgen Abend auch Livestream. 19:30 offener Livestream. Also kommt vorbei, wenn ihr Bock habt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, für die Likes, die Kommentare und die Abos, wie immer. Sagt dann einfach mal ciao. Bis morgen.